So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist 22.22 Uhr, also nach der US-Börsensitzung. Und gerade zu den US-Börsen kommen wir gleich am Anfang, denn hier habe ich ja heute Morgen nochmal erwähnt, dass ich hier einen bullischen Pullback bzw. eine bullische Kerze am EMA 38 dann am Freitag gebildet hat, und die Chancen standen ja nicht schlecht, dass sich das eben fortsetzt, sobald es hier über das Kerzenhoch drüber geht. Und wie man jetzt hier sieht, hat sich der S&P 500 gewaltig nach oben gerobbt und der Dow Jones ebenfalls, und konnte wieder an die 17.900er Marke sich ranbewegen, allerdings der Schlusskurs dürfte 10 Punkte darunter sein. Beim DAX, der DAX hat hier mit einem Gap eröffnet auf Xetra-Basis, nicht in die Kaufzone eingedrungen, auch nicht das Sell-Setup ausgelöst. Ja, dafür hat der Move nicht ausgereicht, dann habe ich es gelöscht. Welches Setup jetzt aktiv ist, ist hier, also heute britische Pfund gegen neuseeländischer Dollar. Da gab es heute, als ich die Analyse gemacht habe, eine sehr bullische Kerze. Diese ist jetzt hier nur noch, also eine Tageskerze, die ist jetzt nur noch halb, ist halt ein direkter Doji. Und ja, ist jetzt nicht mehr ganz so aussagekräftig. Allerdings war eben das Setup schon am Freitag sehr interessant, ob sich hier an der Unterstützungszone das Währungspaar halten kann. Für mich sieht es jetzt weiterhin aus, als wäre hier die Korrekturbewegung zu Ende. Klar kann es noch ein Tief geben, aber deshalb ist auch der Stopp ein Stück tiefer gesetzt und nicht an das letzte Low. Nicht mehr ganz so prickelnd, allerdings war hier eben auch das ursprüngliche Kaufsignal weiter oben. Der DAX würde nicht ausgeführt. Hier mit dem Dow Jones, gerade nicht Dow Jones, mit dem Gold im richtigen Moment. Da stand der Goldpreis fast am Tageshoch, hat sich da nochmal über die, es war kurz vor 12 Uhr, es hat noch die nächsten 2 Stunden, gab es nochmal ein neues Hoch. Das war 12 Uhr. Und dann gab es nochmal ein Hoch und dann gab es einen leichten Abverkauf. Die Tageskerze ist jetzt hier Shooting Star, Umkehrkerze. Dürfte also erstmal die Aufwärtsbewegung exakt an dem Kursziel vorbei sein. Genauso war ja hier seit wirklich längerem 70 Dollar waren dann möglich oder 700 Pips. Allerdings war eben auch das Anfangsrisiko relativ hoch. Wenn man jetzt hier aber direkt nur diesen Stopp genommen hat, waren das 20 zu 70, also rund 2,5 R waren hier möglich. Also ist man erstmal bei Gold draußen. Ein Rückkauf natürlich nie ausgeschlossen. Silber hat sich heute, ja, hat sich auch eine bärische Kerze hat sich hier formiert. Und bei den Einzelwerten gab es jetzt hier direkte Käufe bei der deutschen Börse. War ja auch im Vormittagsvideo besprochen. Kaufzone eingedrungen. Also hier ist definitiv auf Schlusskursbasis, auf Tagesschluss oder auch womöglich auf Wochenbasis sollte es definitiv nicht runtergehen, aber auch schon auf Schlusskursbasis, wenn hier das Level von der 70-Euro-Marke verletzt wird, wäre es negativ. Dann ja, die Allianz zog heute, ihr habt auch Zahlen präsentiert, direkt weg, ohne reinzukommen. Das wäre für mich auch ein sehr schönes und prickelndes Setup. Das ist jetzt hier noch der DAX, da die Deutsche Telekom. Kauflimit
liegt genau im Aufwärtstrend. Und die Börse, ach, RWE war es noch. Da ist man jetzt hier auch long. Nochmal ein Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend. EMA10 und Rainbow Oberkante. Also im Idealfall startet hier sofort die nächste Aufwärtsbewegung. Vielleicht kommen irgendwelche News raus mit einem Gap-Up über 13,50. Wäre definitiv ein Kaufsignal, würde dann entstehen. Des Weiteren gibt es eben noch Siemens. Ja, da wird vielleicht eben jetzt das Gap eben nicht geschlossen, wenn man die US-Märkte anschaut. Und hier, ja, war auch noch ein Gap offen, bleibt noch offen. Allerdings auch sehr schönes Setup. Kommen wir, ja, sagen wir zum einen, auf einer Position definitiv Minus Trade. Aber der erste seit, ja, anderthalb Wochen dann. Aber ich habe es ja im Video noch erwähnt, also auf Schlusskursbasis sollte es halten, beziehungsweise eben auch direkt die 99, 50 war jetzt hier Eröffnung knapp darunter. Schauen wir noch kurz im Tagesverlauf an. Ja, das war ein einziger Kurs, der am Vormittag zustande kam, also nicht nur ein, aber die erste Stundenkerze, und dann hat sich die Aktie dauernd über 99,50 gehalten. Also hier, wer investiert ist, den Stopp direkt hier unten hin platzieren oder eben weiter auf Schlusskursbasis dieses Level halten. Also für mich, ja, mit einer Gegenbewegung sollte man hier rechnen, weil hier eigentlich auch gute Zahlen, also laut News präsentiert worden sind, gab es auch ein Gap-Up. Und jetzt hat es hier die Aktie über 10% verloren. Ja, eine Gegenbewegung bis zum zweiten Kauflimit sollte stattfinden. Das war's. Danke fürs Zuhören und morgen geht's dann wieder weiter.